Schlechte Laune? Ach. Sondern? Ich habe überhaupt keine Laune. Ja, dann? Schlecht schlafen. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ja, dann. Ich hole einen Xaver. Funke, ich meine einschalten. Immer. Und Hygge vor allen Dingen. Jetzt hat es ausgesehen mit. Aber jetzt werden wir international. So, die Limonen nur zur Deko. Die Mandarinen nur halber geschält und aufgebrochen. Jeweils am Rand von der Obststeine. Die Weintrauben, weiße und rote getrennt. Nicht gemischt, das ist was für Proleten. Wissen Sie, was das A und O der wirklichen Gastronomie und Hotellerie ist? Das Puritanische. Alles für sich und nichts durcheinander. Na, ich sag Ihnen was, am liebsten hätte ich den ganzen Markt aufgekauft. Daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Sakrament nochmal neu. Wo ist Irmi? Da bin ich. Was ist da los? Frühstück, das siehst du doch. Du brauchst dich übrigens ab heute wieder um nichts mehr kümmern. Das macht alles mir zu. Bin ich zu früh oder zu spät? Oder? Der muss weg, wenigstens aus dem Hotel. Xaver, wenn der geht, gehe ich mit. Bleibe. Bleibt er da. Wie lang? Solange wie mir's gefällt. Wenn er dann nicht mehr gefällt und er geht, bleibst dann du da? Meinst du, ich geh weg von daheim? Bist du glücklich? Sehr. Momentan. Da bin ich ja. Auf ein Wort, Herr Xaver. Nur, dass es da keine Missverständnisse gibt. Ihre Schwester ist die Frau meines Lebens. Und die lasse ich mir von keinem mehr nehmen. Das habe ich alles schon mit meiner Schwester geregelt. So, jetzt muss ich bloß noch was finden, dass er der Irmi nicht mehr gefällt. Dann ist er weg und sie bleibt da. Und ich hab wieder meine Ruhe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hat's mir vorhin versprochen. Das glaubst du? Ich kenn meine Schwester besser wie mich selber. Und wenn's dich selber besser kennen darfst, darfst du deine Schwester besser kennen. Das sagst du jetzt auch bloß, weil es gut klingt. Du bist für deine Schwester einfach zu gutmütig. Du bist automatisch immer auf ihrer Seite. Und du merkst nicht, was sie für einen Druck auf dich ausübt. Druck? Ja, es ist der Druck. Sieh wohl, dass das Hotel umbaut wird. Dass aus deiner Wohnung ein sinnteures Suite gemacht wird. Sie übt den Druck aus, nicht er. Er ist nur ein Hampelmann. Sie war aber nicht so, wenn er nicht da war. Ja, er ist doch bloß da, weil sie so ist. So ist. Sie will eigentlich gar nicht, dass er da ist. So ist. Ja, da war er ja nicht da. Sie kann sich einfach nicht dagegen wehren, weil sie so ist, wie es ist. So ist. Erst wenn du in deine Wohnung da oben nicht mehr reinkommst, dann wärst du. Einfach zu mir ziehen? Was machst denn du da? Erst einmal guten Morgen. Hat das einen speziellen Grund, dass ihr vor dem Hotel steht und nicht rein geht's? Wir waren gerade drin. Na, dann gehen wir noch mal rein. Ich meine, der Xaver und ich. Da können wir in aller Ruhe frühstücken und uns unterhalten. Über was? Und das sag ich dir dann beim Frühstück, deshalb bin ich ja da. Du und den Einsatz, den mache ich allein, oder? Ah ja, der Einsatz, genau. Maria, tut mir leid. Xaver. Maria. Heute Abend, ultimativ. Wenn du nicht da bist, dann suche ich dich und ich finde dich. Das weißt du.
denn es ist wichtig. Für wen? Für mich und damit auch für dich. Druck von der Frau Kommissar und von deiner Schwester. Für das brauche ich da eine Unterschrift. Mhm. Halt, das glaube ich, muss ich selber machen. Da, mein Name, CO Hotel am Markt. Bitte? Was ist denn das? Das sind Kreditanträge, Finanzierungsvorschläge für den Umbau. Mhm. Fort Lauderdale, Florida. Von amerikanischen Banken, oder wie? Ja, mir, es gibt keine nationalen Banken mehr, es gibt nur noch Banken. Und da sucht man sich die günstigste aus. Ob Deutschland, Dubai, Schweiz, Florida, das sind außerdem Vorschläge. Mhm. Du, die Kerben Xaver, der ist ein Eigen. Mhm. Auf mich kann man keinen Druck ausüben. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Der prallt an mir ab. Druck frisst sie rein. Die Geschichte mit dem Hotel deiner Schwester, dann Frau Kommissar, man merkt es da ja auch. Du selber merkst es nicht, dass du es nicht merkst, aber man merkt es, so wie du gemerkt an mir. Seit ich keine Bindung mehr habe, bin ich ein völlig anderer Mensch. Hab jetzt eine Quarktasche bestellt oder nicht? Quarktaschen an dänischen Plunder. Und ein Butterbrezen. Und eine Quarktasche. Und einen dänischen Plunder. Druck ich einmal zurück, dann ist er Ruhe mit dem Druck. Druck erzeugt Gegendruck, gerade bei Frauen. Die haben den Druck erfunden und die sind Weltmeister im Druck ausüben. Die wollen ja, dass du Gegendruckst. Das erhöht dann die Nähe und je näher du dran bist, umso weniger merkst du es. Wie gehst du jetzt um mit dem Druck? Japanisch. Japanisch? Ausweichen. Ausweichen und der Druck läuft ins Leere. Einfach einen Schritt zurück. Mehr langsam aber sicher, vergeben wir feiner Hunger. Schreibst den ganzen Schmarrn auf mich, Hane. Schleicht euch! Alle zwei! Siehst du, deswegen ist die Japaner am Boden. Yalla, tippum bochori, bejombi. Ma hanus nesve sardkhona ro tamum nakardi. Wir sind bei der Elfe. Ich möchte jetzt Obst essen. Sabzi ro unja nasa, sabzi ro jelo aftab nemi gozaran. Vay, khodai, az dast shoma chikar bokanam. Na, Elfi, hast du schon einen Kaffee? Bediente. Und? Wenn's der Brezen willst, nimm da eine. Mir ist nämlich der Appetit vergangen. Da habe ich schon als kleiner Bub gefrühstückt, wenn daheim Feier am Dach war. Und jetzt Schluss mit Druck. Druck einmal. Stell dir vor, was mir der Salim dazu kommen lässt, schriftlich. Es ist ein Ehevertrag, ein nachträglicher. Da darf er Anspruch stellen an mich aufs gemeinsame Geschäft. Elfi! Er so gerne, sie sollen ein bisschen draufhauen, bevor du da irgend so einen Kauderwelsch schielst. Also eigentlich eine Lautstärke, Elfi, in aller Herrgottsfrühe. Im Falle einer Scheidung oder Tod, der ihr anspricht. Passe! Du Aslan, aber du warst ja nicht da. Im Masale, Hane war die Giermast. Im Masale, meine Tour. Hormato, Harabisch, Nakon. Langsam krieg ich ihn richtig dick, den Salim. Ich muss diesen Druck loswerden, Xaver, den der auf mich ausübt. Der ist mir wie ein Weib. Man fahrt bei Adamai, Tambal, Ahmad und Divane, Sarkordaran. Du bist jetzt ganz starr und sagst kein Wort. Rutsch mal doch am Buckel runter.
Sauber ist die Nero! Vielleicht spinnt's auch los! Wie war uns! Vorsicht, gell? Bei sowas war's man hier! Auf die Wache! Da müssen wir leider nur ein bisschen was aufnehmen!
So wie ich einer Schwester verstanden hab, kommen Sie da mit der Entschuldigung nicht davon. Stellige Identifikationsnummer, die haben sie nicht, aber sie wissen, sie gibt Fleisch. Schwester, das ist eine ganz besondere Mischung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht weggeht, wenn ich zurückfahre. So, Sie halten mal jetzt Ihren Rand. Wir nehmen auf Fragen und Sie antworten. So läuft's ab jetzt. Kali, Arbeit gibt's. Hol mir mal einen Kaffee. Der Herr Grübner, Kali, ist mit dem Hinterreifen von seinem Golf auf den Fuß von seiner Schwester gefahren. Und er behauptet, Rini, warte mal. Er behauptet, dass er nichts gesehen hat. Und ihr Schreien hat er auch nicht gehört wegen einem Baulärm. Und? Seine Schwester behauptet das Gegenteil. Das ist oft so. Ich lasse mich doch von dem nicht an die Wand drücken. Meiner eigenen Wohnung. Katharina, das ist dein Dings da. Lebensfreund. Ja, den Tag, den möchte ich mal erleben, dass da Kaffee drin ist, wenn ich einen brauche. Mal sehen, wie weit du im Leben kommst mit so einem Freund. Eine stinkfaule Sau ist der und sonst nichts. Verzogen, lebensunfähig und gesegnet mit den höchsten Lebensansprüchen. Das ist meine Schwester. Ich bin kein Psychologe. Und ich möchte das auch alles gar nicht wissen. Sie sind gefahren, ihre Schwester ist daneben gesessen. Da waren wir und da bleiben wir, Herr Grübner. Das ist mir äußerst angenehm, denn mehr gibt's ja nicht zum Sagen. Doch, wie der Wagen auf den Fuß von ihrer Schwester kommt. Irene. Selber drunter geschoben hat's ihn wohl kaum. Jetzt das Auto ja erst hochheben müssen. Ich hab auch gemeint, warum haben den Sie überhaupt bei meinem Vorderreifen die Luft rauslassen? Oder wenn ich einen technischen Beruf haben Sie nicht, gell? Na? Das ist eine Frage des Drucks. Nein, das ist keine Frage des Drucks. Das ist eine Frage des Hebels. Nicht alles ist Druck. Ach Herrgott, nur einmal, dann nimmst du die anderen zwei mit. Die werden doch wohl noch wenn ihr Hebel aussetzt, dann brauche ich irgendwo eine feste Stelle. Und darüber hinaus, Herr Grübner, wenn ich der Meinung bin, dass das zu meiner Rettungsaktion dazugehört, dann lasse ich an einem Härtefall auch noch die Luft aus dem Reservereifen raus. Und wie soll ich jetzt dann weiterfahren? Mit der Radlpumpe aufpumpen, oder wie? Nicht frech werden, gell? Vor allen Dingen nicht von den tatsächlichen Problemen ablenken, gell? Das können wir etwas selber noch besser. Ihr Schwester ist ausgestiegen. Weißt du was, Irene? Irene? Frau Kneidl, hier Xaver Bartel. Ihr Sohn Hansi kommt nach Ihrem Mann Hans, genetisch. Das heißt, auch er leidet unter akuter Konfliktscheu. Nichtsdestotrotz hat Ihr Mann jetzt gerade einen Einsatz. Auf Wiederschauen. Ob das jetzt so gut war? Wo geht's denn hier, Dago? Einsatzmäßig. Ein Stuhl. Meine Herren, Sie werden wohl alle Zeit der Welt haben, aber ich nicht. Ich hab Termine. Sie haben so lange keinen Termin, solange wir uns die Zeit nehmen, rauszufinden, wieso Sie mit Ihrem Auto auf den Fuß von Ihrer Schwester gefahren sind. Der kann seinen Wagen hin- und abstellen, wo er will und lustig ist, aber nicht auf meinem Tiefgaragenstellplatz. Und du hörst mit deinem blöden Grinsen auf. Nein, nicht du, sondern er. Da, Felix. Die Kaffee... Läuft. Katharina, bitte bleib sachlich, ja? Du hast den Typen angeschleppt, nicht ich. Sie ist ausgestiegen. Ich hab eingepackt und bin zum Anwalt. Wahrscheinlich hat sie wieder hinter den Wagen gestellt und in der Luft umeinander geschaut. Und da ist passiert. Rückwärts oder vorwärts? Was? Eingepackt. Bitte, wer parkt vorwärts ein? Beim rückwärts einparken schaut man aber eigentlich nach hinten, oder? So hab's ich jedenfalls gelernt. Ich fahr alles über den Spiegel. Und was sieht man in einem Rückspiegel? In Ihrem Fall die eigene Schwester. Aber Sie bleiben bei Ihrer Aussage. Gut, dann bis später. Katharina, wenn du dich zur Ehefrau degradieren lassen willst, bitte, ich sag dir nur eins. Wenn ich heute Abend heimkomme und sein Wagen steht noch immer auf meinem Parkplatz, dann lass ich den Wagen abschleppen und ihn schmeiß ich aus der Wohnung raus. Lebensfreund hin, Lebensfreund her! Ja, ja. Eine Wohngemeinschaft mit nur zwei Frauen. Kann die Hölle sein. Ein Mann mit 25, der noch bei der Mutter lebt, ist die Hölle. 24. Gut, dann wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr, Frau Grübner. Gell? Lassen Sie einen schön pflegen, gehen Sie nicht zu früh aus dem Krankenhaus. Wir machen das dann so, dass Sie nur alle Möglichkeiten haben mit Ihrem Bruder. Gute Besserung. Nur Quetschungen, kein Bruch. Seiner eigenen Schwester auf dem Fuß von sowas finde ich unmöglich.
Er sagt, er hat nichts gesehen und sie sagt, sie ist ausgestiegen, wollte hinterm Auto über die Straße gehen zum Zahnarzt. Und er war schon als Kind so jähzornig. Zeugen? Keine. In Familienangelegenheiten sollte man sich nicht einmischen. Ich habe auch einen Bruder. Ja. Ja, du kannst selber, was wollt ihr da mir helfen? Mhm. Ja, was haben wir denn, einen Bruder als Schwester? Ja, genau. So, dein Kaffee stark und schwarz. Hat er es zugegeben? Null. Und dann haben wir schlechte Karten. Der ist ja mit Fleiß draufgefahren. Nicht wieder bloß mit Vermutungen operieren. Was heißt da wieder? Zumindest hat er eine günstige Gelegenheit gehabt, dass er einen Denkzettel verpasst. Woher willst du das wissen? Von seiner Schwester. Ach, die kann viel behaupten. Die hat es eben nicht behauptet, dass er mit voller Absicht draufgefahren ist. Die hat eine Schutznummer, gerade eben am Telefon. Das ist der Beweis für seine Absicht. Damit Schwestern keine mehr aus. Dann machen wir auf Zeugendruck. Aber keine Erpressung, gell? Haben wir schon jemals jemand erpresst? Dein Kaffee? Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also, jetzt passen Sie mal ganz genau auf, Herr Grübner. Wir kriegen das jetzt nicht raus, ob Sie absichtlich auf den Fuß von Ihrer Schwester gefahren sind. Aber wir, von unserer Seite her, machen da jetzt einen ganz großen Vorgang draus. Und jetzt liegt's ausschließlich an Erna. Ob ihre eigene Schwester Strafantrag gegen sie stellt. Oder nicht. Wegen schwerer Körperverletzung. Eventuell mit Vorsatz. Und ob sie dann beim Rückwärtsfahren einer Schwester gesehen haben oder nicht, entscheidet einzig und allein ein Richter. Dann sind wir bloß nur Zeugen. Wir sagen dann nur noch das, was wir gesehen haben und gehört haben. Dass Erna out auf dem Fuß von einer Schwester gestanden ist. Und dass ihre Schwester gesagt hat, dass sie das zu Fleiß gemacht haben. Mit Absicht. Also, klären Sie das Verhältnis mit Ihrer Schwester. Blut ist dicker wie Wasser. Also, sagen Sie Ihre Termine ab. Kaufen Sie schöne Blumen. Mhm. Und ab ins Krankenhaus. Das war doch schon mal ein wunderbarer Anfang. Ihr redet euch so leicht. Habt ihr eine Schwester? Ich nicht. Für wen ist er denn? Ja, gib wenigstens eine Richtung. Alt, mittel, jung bis verboten. Mach's nur so, dass er für jede Pass hat. Und dir würde ich mir wirklich sehr gerne mal über Schinger lassen, gesoffen. Auf keinen Fall rot. So wenig rot wie möglich. Schaufer, lass die Blumen weg, das ist keine gute Idee. Ich muss mich mit der Irmi gut stellen, damit ich ihn wegbringe. Geh schon mal vor. Also mehr wie 30% kann ich auf euch nicht geben, gell, gesoffen. Die sind alle taufrisch. Meinst du, der gefällt dir? Blumen und Frauen. Mit dem Silberbesteck. Ja, aber das wird immer schwarz, Ermi. Also, du stellst extra jemand an, der es sauber macht jeden Tag. Das ist das Gleiche wie mit den Kristallgläsern. Ja, Spülmaschinen ungeeignet. Eigentlich bloß Dekoration. Schau, alles was Verzierung. Oder Ränder aus Gold und Farbrand, das hat in der Hotellerie nichts verloren. Du redest schon wie unser Lehrer damals. Der alte K&K-Depp, weißt du das noch? Ja, ja. Bärwald, Sie bajuwarisches Trampeltier, machen Sie einen Campingplatz am Chiemsee auf, aber machen Sie niemals etwas mit Ess- oder Hotelkultur. Ermi, schau, es tut mir leid, aber im Wesentlichen ist das alles als Klump. Ja, das ist halt von den Eltern. Ja, ich weiß. Du nimmst von allem drei Trümmer und die sollst du deinem Bruder dann in seinem Museum oben aufs Regal auftauen. Haben wir's los. Sind da wahrscheinlich auch gerade persönliche Sachen dabei bei dem Geschirr, gell? Persönliche Sachen? Das Geschirr ist das Hotel. Verstehst? War nur eine Frage, weil
Manchmal hängt man an was und wenn es weg ist, merkt man erst, dass man gar nicht merkt, dass es weg ist. Mein altes Mountainbike zum Beispiel. Es geht nicht um die ganzen Teller, Besteck, Geschirr, Gabeln. Es geht um die Art und Weise, wie man damit umgeht. Du meinst mehr symbolisch. Es gehört ja genauso mir, wie das ganze Hotel. Mir und ihr. Also, sie hätte wenigstens fragen können, dass, wenn es euch schon zu gleichen Teilen gehört. Oder nicht. Es geht dir nicht so. Wir können 40%, ihr 60%. Das klingt nicht gut. Sie hat ja bloß die 10%, weil sie die Arbeit hat. Trotzdem kann sie nicht machen, was sie will. Du, wie schaut's mit deinem Hunger aus? Weil da, meine ich, weil da geht gar nichts mehr. Schaut nicht gut aus. Die habe ich ja völlig vergessen. Jetzt ist es schwer, jetzt hat sie uns gesehen. Merkst du das? Ich spüre ihren Druck bis da rauf. Löst ihn auch ja panisch, oder? Was? Dein Druck. Du bist für heute noch dran, dass dir das schon klar ist. Wenn ich wo bei wem wann noch dran bin, das bestimmt dann immer nur ich selber. Ich darf dann mal eine Entscheidung treffen. Was? Ja, entweder da bleiben oder wieder gehen. Ich bleib jetzt da erst einmal ein bisschen da, bis sich der Druck da hinten löst. Du, noch einen Hunger habe ich? Später. Mhm. Hast du schon bestellt? Ich hatte schon. Sie wartet schon länger. Magdalena, schreib auf. Als Vorspeise. Geht's dir nicht gut? Hast du mich schon jemals schreiben sehen? Du bestellst, ich bring. Vorspeise: Tagliatelle mit Lachs, dazu ein Pizzabrot. Ein Tomatensalat mit ohne Mozzarella mit Zwiebeln und ein bisschen Pfeffer drüber. Da ist immer drüber. Wieso gehst du nicht hinter zum Xaver? Danach ist er wieder zu viel. Warte ein bisschen, wie sich das entwickelt. Was hat sich da entwickelt? Bei einer Freundin von 5 Jahren hat es sich ausentwickelt. Und über die Nachspeise reden wir später. Und wer soll das alles essen? Darum brauchst sie du nicht kümmern. Du meinst, sie war halt einmal gescheit zum Essen gekommen. Es ist was Schönes, was ich dir zu sagen habe. Das war das Erste halt. Hoffentlich lässt er sich nicht wieder einwickeln. Ist schwer bei Xaver. Wickelt ein. Der muss den Leerlaufen lassen. Frauen laufen nicht hin, wo leer ist. Die sind ja nicht blöde. Einfach ein Schritt. Hast du Glück gehabt, dass leer war? Du, Magdalena. Ja, später. Ja, gratuliere, Maria. Es ist doch eine Sache. Aschaffenburg. Versetzung und Beförderung. Da fällst du gleich 2 Stufen auf einmal hinauf. Da müssen wir gleich einen Champagner bestellen. Wie oft, glaubst du, fährst du nach Aschaffenburg? Nach Aschaffenburg? Nach Aschaffenburg, um mich zu besuchen. So, der Salat. Danke, Magdalena. Alle kriegen was, nur ich nicht. Später. Allora, un vino bianco, un acqua, befördert und versetzt wird, oder soll's werden, besser gesagt, nach Aschaffenburg. Hoffentlich lässt es zu. Ich möchte aber nicht befördert werden. Versetzt werden, Xaver. Ich möchte hier bleiben. So, Tagliatelle mit Lachs. Das Pizzabrot ist gleich fertig, gell? Danke, Magdalena. Hier bei dir. Was? Möchte ich bleiben. Dann bleibst hier. Aber Xaver, um eine solche Beförderung abzulehnen, muss ich Gründe nennen. Familiäre Gründe zum Beispiel. Der kranke Mutter im Altersheim. Unglaubwürdig. Eigene Familie wäre. So, damit wäre jetzt die Vorspeise komplett. Danke, Magdalena. Heiraten will's. Ob der den Tag noch überlebt hat. Wieso? Was ist da so schlimm dran? Wenn man sie 5 Jahre kennt, dann ist das irgendwann ein Thema. Das ist für mich kein Thema, Maria. Das weißt du von Beginn an. Außerdem, wir sollten das gehen. Blitzheirat. Und dann?
Dann eine Scheidung. So einen Krampf haben wir zwar doch nicht nötig, Maria. Dafür kennen wir uns einfach zu gut. Eben. Was soll jetzt das schon wieder heißen? Wenn man sich so gut kennt, da kann man doch endlich auch einmal Farbe bekennen und dazu stehen. Wir sind doch keine 20 mehr, Xaver. Ich will jetzt wissen, woran ich bin. Wo ich hinkehr. Nach Aschaffenburg. Ich hoffe, du wirst irgendwann einmal erwachsen. Das hoffe ich für dich. Leb wohl, Xaver. Maria, jetzt geh. Komm. Ja, und was ist mit dem Essen? Jetzt habe ich schon gegessen. Dann ist sie wenigstens. Nein, du rührst hier nichts an. Irgendwann muss ich mal was essen. Später. Da gibt es dann eine Überraschung für dich. Jetzt habe ich so ein Bombenverhältnis gehabt mit dieser Frau. Keine Zicken oder sonst was. Wenn man Lust gehabt hat, hat man sie gesehen. Kein Zwang. Ich meine, das muss sie doch wissen, wohin das führt. Du sitzt doch tagtäglich in der Mordkommission, wohin sowas führen kann. Xaver, das hast du wunderbar gemacht. Den ersten Druck bist du los. Knallharte Entscheidung, die Freiheit winkt bereits. Genauso machst du es bei der Jimmy. Was ist mit meinem Wein? Ja, wärst noch früh genug besoffen. Du, was ist mit meiner Überraschung? Später. Jetzt ist aber dann zu spät für später. Jetzt ist gerade richtig. Du sperrst dir dann zu, Maddalena. Gute Nacht, die Herren. Schaffst du's, du Lars? Bin ich immer noch da. Japanisch, gell? Nicht vergessen. Ich? So, und jetzt essen wir zwei. Gestern nicht heim. Ich hab
ihr was gefragt? Geh überhaupt nicht mehr. Ja, nicht. Dann sind wir schon zwei. Warum du nicht? Nimmer? Der Typ da von der Jemi. Nein, das ist schon sie selber. Der Typ ist nur Mittel zum Zweck. Hauen die heut das ganze Geschirr weg und zusammen. Nachher kommt man die anderen noch mit dem Heiraten. Hör mal auf mit dem Heiraten, da kommt nur ein Blödsinn raus. Da. Ehevertrag. Ja, der ganz der andere. Ist doch das Letzte, ist das. Alles, was geschrieben ist, ist im Grunde genommen Mist. Alles, was fest ist, bewegt sich nicht mehr. Magdalena, bitte. Was? Nicht tanzen meinst, oder? Alles bloß nicht tanzen. Ja, ums Tanzen geht's, meinst du? Tanzen. Jederzeit. Ums Tanzen geht's, oder? Ja, dann lass mal singen. I am dying, forever crying, to be here. You hear me? So mag ich dich, Safa. Can you hear me? Gleich wanne. Through the night. I am dying. Nein. Hört mal aus. Ich pack nicht mehr. So ein Spitzensänger früher. Na, kommt er mit sowas daher? Elfi, hast du irgendwo Alternativen? In dem Korb da. Ja, ja. Sieg schon. Lou, Elfi, Lou schreibt mir mit. Ein Riedlu, wenn du auflegst, dann vergeht er da herin. Dann kann ich dir buchstäblich für nichts mehr garantieren. Der muss jetzt her. Ich hab dich gewarnt, Safa. And the colored girls go do 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 do. Hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe. Sei mir nicht böse, aber Teuerin, schau nicht gut aus. Moment. Darin wird es nichts. Doch.
Das wird was. Die habe ich für alle Fälle, wenn es spät wird und ich nicht mehr heimgehen mag. Halt die für zwei? Ich hab's noch nie probiert. Komm. Millionen Kredit. Und in der Umbauzeit keine Gäste. Das machen gute 8.000 Euro Zinsen pro Monat. Und dann noch ein halbes Jahr keine Einnahmen. Na. Ja, aber nach einem halben Jahr hast du dann sowas am Platz stehen. Ja, oder sowas. Das billigste Zimmer, 300 Euro. 5 Sterne garantiert. Und wenn was schief geht? Ja, was soll denn da schief gehen? Ja, mit dem Umbau. Ja, meinst du, wir machen irgendwas ohne Bauzeitgarantien? Hm? Ja, bleibt immer nur der Xaver. Ja. Irgendwann muss der liebe Herr Bruder kapieren, dass die Zeit für ihn da herin vorbei ist. Irgendwann muss er das tun, was du willst, da herin. Weil irgendwann müssen deine 60% mehr sein wie seine 40%. Und irgendwann muss er sich aus dem, wovon er nichts versteht, einfach mal raushalten. Der blöde Hund, der 7 Gescheide. Hey. Weil irgendwann wirst du einmal das tun, was er angeblich nie macht. Heiraten. Und zwar mich. Und dann hat er da drin sowieso nichts mehr verloren. War das jetzt ein Antrag? Die Vorstufe, wenn du so willst. Nein, wenn dann mal, das ist schon gescheit. Du warst eigentlich schon mal verheiratet. Und du? Ich hab zuerst gefragt. Nur momentan nicht. Krampf. Das hätte er doch erzählt. Ich nicht. Was? Hätte er das nicht erzählt, dass ich jetzt geschieden bin? Oder verwitwet? Doch, das hätte er schon verzeiht. Irmi, was ist denn jetzt los mit dir? Ich nehme keine 1,3 Millionen Kredit auf. Nie im Leben. Und ich lasse mich nicht heiraten wegen dem Kredit. Dass du meinen Bruder nachdruckst, den schmeiße ich, wenn er schon lieber selber nach. Und wenn ich heirate, heirate ich und werde nicht heiraten, damit mir irgendwas erreicht. Sag einmal, das glaubst du nicht im Ernst, dass ich mit einer Neuhocke in den alten Bunker und von der Fuhr bis auf die Nacht dir hinterher dackelt und im Härtefall von deinem Bruder in Staub fall? Das glaubst du nicht wirklich, oder? Du kommst aus der Hotellerie, ich komm aus der Hotellerie und du weißt ganz genau, dass es bei uns immer einen gibt, der was sagen hat. Ja, und zwar der, der hat. Und als eine solche sage ich, der 1,3 Millionen Kredit ist zu hoch, das Risiko ist mir zu hoch. Es gibt kein Risiko. In unserer Branche gibt es kein Risiko, wenn man sowas wie das da mitten in München stehen hat. Hey, hey. Ja gut, lass mal schief gehen. Und schon? Dann verhandeln wir halt mit Hilton, Sheraton oder einem anderen Konzern. Den ich schiebst 25% drüber. Lass dich zurück und hast das nächste Leben. Gehst zum Golf spielen. Lass die anderen buckeln wie die Deppen. Die schleckern sich da die Finger bis zu den Ellenbogen ab. Alles Amerikaner. Was? Die Konzerne, genau wie die Bank mit den Krediten. Fort Lauderdale, Florida. Was? Ich hab überhaupt keine Lust, dass ich mich mit dir streite. Nur weil du mit deinem Bruder nicht klarkommst.
Beach. We love our guests. My name is Wolfgang Göttler. What can I do for you? Hello, hier ist Emmy Bartel from Munich, Germany. Hotel am Markt. Sie können Deutsch reden. Ich bin Deutscher. Sehr gut, Herr Kollege. Ich bin auf der Suche nach einem Kollegen. Lutz Bärwald. Arbeitet der bei Ihnen oder kennen Sie den oder... Moment, einen Augenblick. Lutz Bärwald. Der ist bei unserem Konzernzentrale in New York. Er ist seit längerer Zeit in Europa. Dienstreise. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Das müssen Sie auch nicht. Das reicht mir vollkommen. Danke. You're welcome. Ja, mir. Was machst denn du mit meinem Handy? Da. Hello, this is Hilton International Miami Beach. We love our guests. My name is... Der Arbeitgeber in Amerika. Wo ist denn der mit dem? Angst kriegen, Herr Polizist? Ich brauche eine kleine Abkühlung. Denn ich bin ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen angetrunken. Nicht viel, aber dennoch. Ist einer die Wanne nicht klar? Weißt du eine größere, Herr Polizist? Postwanner von München. Und wo ist die? Stamberger See. Also? Ich kann da Auffrischung brauchen. Bist du echt, Herr Polizist? An mir ist alles echt. Also, dann fahren wir jetzt zum Starnberger See. Schon schwimmt. Braucht man sich bloß noch bewegen. Ich mag Männer mit Figur. Figur ist ein guter Ausdruck für Wampen. Ich mag's. Jetzt bin ich nur noch ein bisschen betrunken. Dann zieh ich dich raus. Hast du es? Geht's?
Erst Frankfurt, dann Flugzeug. Und wann wieder München? Wenn, dann bist du der Erste, den ich anrufe. Dann haben wir noch 10 Minuten. Jetzt bist du dran. Dreh dich mal um. Dein Familienname? Bartel. Xaver Bartel. Das kann ich mir merken. Danke. Für was? Mein Leben? Hier holst du dir morgen mein Abschiedsgeschenk ab. In diesem Reisebüro. Ein Flugticket zu mir? Wo ist es? St. Petersburg. Und den Rest mache ich jetzt allein. Sag mal, wie kommst denn du daher? Hast du schon mal in der Hängematte? Schlafen? Auch. Ist ein Versuch wert? Jetzt schau mich an. Hey. Ich muss noch was erledigen. Du? Pass auf. So. Ha? Ja, wer ist jetzt das? Eine Frau. Jung. Auch. St. Petersburg, hä? So. Und jetzt schmeiß ihn einfach raus. Da wird deine Schwester was pfeifen. Jetzt oder nie? Da bin ich. Xaver? Was tust denn du da? Unser Hotel anschauen. Und gefällt's dir? Sehr. Das ist ganz gut, dass du hier draußen bist. Weil ich nämlich neige und deinen Lutz hinausschmeiß. Tut mir sehr leid, Irmi, aber ich kann nicht anders. Der ist nicht da. Dann warte, bis er kommt. Ja, da kannst du lang warten. Wieso, wo ist der? Weg. Ihr habt ihn ausgeschmissen. Dann sag ich auch nicht danke. Du ich nicht. Respekt. Musik.
war es jetzt nochmal mit dem Druck und mit dem Gegendruck und die Frauen? Do, 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 do.